mal für die Qualität. Ich filme gerade mit dem Handy, weil wenn ich jetzt noch die Kamera rausholen würde, würde ich es nicht schaffen. Und außerdem ist es noch dunkel und so und ich habe gerade nur mein... Oder ist es überhaupt noch dunkel? Nee, nicht so richtig, aber meine Rollos sind noch zu, deswegen, ja. Auf jeden Fall werde ich heute einen neuen Vlog machen. Es ist halt gerade morgens. Ich muss auch in ein paar Minuten los, deswegen muss ich mich eigentlich gerade ziemlich beeilen. Und zwar werde ich heute vloggen, da ich heute so ein paar Vorbereitungen mache, weil ich bald also nach Amerika fliegen werde. Und zwar nicht als Urlaub oder so, sondern ich bin da als Austausch. Ja, freut mich auf jeden Fall mega. Ich werde dazu später nochmal so genaueres sagen. Und ja, jetzt muss ich aber erstmal zur Schule gehen. Hey, ich bin wieder da von der Schule. Und beziehungsweise ich war die ganze Zeit, also jetzt ein paar Stunden, vier oder so, in der Stadt. Und habe da Gastgeschenke gekauft und generell noch ein paar Sachen, die ich brauchte und ja, sowas. Ich kann euch die Gastgeschenke leider zum größten Teil nicht zeigen, weil das eigentlich so Sachen aus meiner Stadt sind und deswegen zeige ich die nicht. Auf jeden Fall, ich sehe richtig fertig aus, aber und ich habe auch gerade voll Hunger und alles Mögliche, aber ich kann jetzt nichts essen, weil ich muss jetzt noch schnell zur Bücherei, weil ich rede voll schnell, sorry, weil ich jetzt noch zwei Bücher abgeben muss, die ich halt, ich würde die voll gerne, also das eine habe ich noch nicht mal angefangen, weil ich es nicht mehr geschafft habe, das andere habe ich gestern Abend noch zu Ende gelesen. Und zwar ist das aus dieser After-Passion-Reihe, also der zweite und dritte Band. Den habe ich mir ausgeliehen. Ich würde die auch super gerne mitnehmen, aber ich möchte nicht so Bücher aus der Bücherei mitnehmen, weil wenn die dann irgendwann die da kaputt gehen oder keine Ahnung, beim Flug, ist vielleicht nicht so praktisch. Deswegen gebe ich die jetzt ab. Und die haben nicht mehr so lange auf, deswegen muss ich mich echt beeilen. Dann werde ich danach wahrscheinlich direkt nochmal zum Optiker gehen, weil ich trage eigentlich eine Brille und ich bin mir nicht sicher, ob meine Brille ein bisschen locker sitzt. Deswegen frage ich da einfach nach noch. Da wird meine Brille aber immer so schön sauber gemacht, wenn ich da bin. Ich bin da zwar fast nie, aber ich bin auf jeden Fall sehr fertig und ich habe auch heute eine Klausur geschrieben und zwar Englisch. War nicht so gut, ehrlich gesagt, aber was soll man machen? Jetzt habe ich alles durch, habe nur noch das Wochenende. Das Wochenende wird zwar auch richtig stressig, aber ich habe halt keine Schule mehr, sondern jetzt ein paar Wochen nicht mehr, weil wenn ich wiederkomme, sind direkt Ferien. Ich filme die ganze Zeit hier, wenn mein Zimmer aufgeräumter ist, dann filme ich auch woanders. Also ich war jetzt gerade bei der Bücherei, habe die Bücher abgegeben und wollte eigentlich noch zum Optiker, habe ich jetzt aber nicht mehr gemacht. Das mache ich dann morgen früh und ansonsten werde ich mir jetzt endlich was zu essen machen, weil ich habe so Hunger. Ja, es war draußen voll warm, vor allen Dingen mit Fahrradfahren so. Und ich mit so einem Wollpulli hier. Joa, dann muss ich aufräumen und alles Mögliche noch erledigen, also. Ach, ich muss halt noch unbedingt mein Video, also ich habe es eigentlich schon fertig geschnitten. Dann lade ich seit 7 oder 8 Monaten oder wie auch immer, wie lange das jetzt her ist. Oder ein Jahr? Nee, kein Jahr. Ich dachte, ich zeige euch kurz, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich erstmal so zwei kleine Deos und eine Mini-Spülung gekauft, weil, also meine Shampoos und so nehme ich groß mit, aber so eine Spülung will ich jetzt nicht mehr eine große mitnehmen. Dann habe ich hier solche Plastiktüten. Ich weiß, Plastiktüten sind nicht gut, aber ich benutze die immer öfter so. Also ist jetzt nicht so, dass ich die nur einmal benutze oder so. Dann habe ich Kaugummi mir geholt, weil für den Flug brauche ich halt Kaugummi. Und dann habe ich mir einfach nur noch 3 Paare Socken geholt bei New Yorker, weil die da irgendwie richtig billig waren. Also viel billiger als bei H&M zum Beispiel. Also erstmal habe ich weiße und schwarze, ganz normal einfach. Und dann habe ich noch solche bunten, weil ich liebe bunte und ich finde diese Form voll schön. Dann habe ich mir noch ganz normale Wattepads geholt. Und dann habe ich mir noch so eine Kette gekauft bei TK Maxx. Und ich finde die nämlich voll süß. Ich wollte nämlich generell schon länger eine bessere Kette. Aber die war irgendwie von 25 Euro oder 24 Euro auf 8 Euro reduziert. Und ich finde die halt voll schön. Dann habe ich hier noch diese Schokoladenteile gekauft für den Flug. Und als letztes habe ich noch so ein Notizbuch geholt. Das ist aber nicht für mich, sondern für meine Austauschschülerin, weil ich fand das voll schön. Und beim Rest habe ich halt so Sachen aus meiner Stadt für meine Gastfamilie dann gekauft. Also kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Hello! Nein, das sieht so komisch aus, als ob ich so eine Kuh wäre oder so. Auf jeden Fall habe ich gerade diesen Ring und das sieht ja richtig schlimm aus. Das ist so ein Ring, das ist mit so Eukalyptus oder so. Damit man halt nicht erkältet wird, beziehungsweise eigentlich, dass die Nase frei wird. Bei mir wurde es mal so empfohlen, damit man nicht erkältet wird. Aber auf jeden Fall habe ich dieses Video jetzt schon reinigermaßen geschnitten und ich bin sehr stolz, dass ich halt nicht nur in meinem Bett lag und unnötige Dinge gemacht habe. Also ja, und ich kann das nicht mehr sehen im Video. Sieht so schlimm aus. Also es ist jetzt der nächste Tag und zwar habe ich gestern Abend nicht mehr gebloggt, weil ich ziemlich müde war. Ich habe aber noch mein Video fertig gemacht, also ist jetzt alles hochgeladen und so.
Und ich habe es auch schon geplant auf 12:30 Uhr. Jetzt ist es so 11:30 Uhr. Irgendwie so. Und dann wird es später online kommen. Also ja, ehrlich gesagt, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich habe halt seit 8 Monaten, habe ich geguckt, habe ich seit 8 Monaten nichts mehr hochgeladen. Und das ist halt schon so, das ist voll komisch irgendwie. Ich wette auch so, niemand schaut sich das mehr an, weil wenn man so lange nichts hochgeladen hat, dann werden ja die Abonnenten, also die meisten, inaktiv. Aber so ist es halt. Auf jeden Fall werde ich jetzt nämlich einkaufen gehen. Noch, ich brauche nämlich ganz, ganz viel Essen für den Flug, weil wir fliegen halt mit einer Airline, die halt kein Essen inklusive hat. Also Getränke halt schon, aber halt kein Essen. Also man kann sich das halt da kaufen, aber ist halt voll teuer. Also einmal werde ich es wohl machen, aber ich will mir da nicht die ganze Zeit zu essen kaufen. Ich habe immer noch nicht zu dem Austausch gesagt, okay, ich wette, mein ganzer Rucksack wird einfach voller Essen sein. Da wird nichts anderes mehr reinpassen. Also wir fliegen halt erst von Deutschland nach Island und dann von Island nach Toronto und sind da sogar noch eine Nacht. Beziehungsweise 2 Nächte, ja 2 Nächte. Also wir kommen halt so abends in Toronto an und fliegen halt mittags in Deutschland los. Das heißt, wir sind schon sehr lange unterwegs, weil wegen der Zeitverschiebung auch noch. Hello, ich bin wieder da. Ich war, wie gesagt, einkaufen. Ich habe gar nichts gevloggt, aber war jetzt auch nicht interessant. Und dann war ich sogar gerade noch beim Optiker und meine Brille war wirklich so ein ganz bisschen locker. Also es war nicht richtig locker, aber hier an der einen Seite war irgendwas. Und ja, außerdem ist die jetzt wieder richtig schön sauber. Ich finde, die sieht auch richtig krass sauber aus, so in der Kamera. Weil man kriegt das, wenn ich zu Hause einfach nicht so gut finde, wie ich das beim Optiker machen oder so. Also, ja, jetzt muss ich mich auch ein bisschen beeilen, weil ich muss in einer Stunde so fahre ich schon wieder weg bis abends. Und davor muss ich halt meine Sachen mal erledigt haben. Ja, ich meine, die Videos jetzt auch online seit einer halben Stunde oder so. Ja. Hey, es ist der nächste Tag, es ist Sonntag. Ich fliege einfach morgen schon los. Und ja, ich werde es jetzt mal erklären, wie das eigentlich alles ist. Und zwar, ich sehe gerade auch so, ne, aus, aber ist mir ziemlich egal. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt kurz erklären. Und zwar mache ich ja, wie gesagt, einen Austausch in die USA. Und das ist kein Auslandsjahr. Und zwar werde ich jetzt was über meinen USA-Austausch erzählen. Kurz, es ist jetzt auch nicht so, also klar, es ist was Krasses, aber ich kann jetzt nicht so viel Krasses erzählen. So. Und ich möchte übrigens auch gar nicht damit angeben, also wirklich nicht. Ich finde nur solche Auslandsjahr-Videos immer voll geil. Deswegen dachte ich so, kann ich das jetzt mal für meinen Austausch nutzen, dass ich auch mal so ein tolles Video mache? Und zwar ist mein Austausch von meiner Schule organisiert. Also es geht über meine Schule, es ist auch von meiner Schule. Sie wohnen auch bei Gastfamilien. Und ja, also eigentlich kann man das hier, kann ich jetzt dazu gar nicht so viel sagen. Also wie gesagt, ich wollte halt eigentlich nur sagen, dass es über meine Schule geht, dass ich jetzt halt in den USA bin, 3 Wochen und dort halt einen Austausch mache. Und zwar läuft es so, wir fliegen halt erst nach Toronto, da bleiben wir sogar noch eine Nacht, also nee, 2 Nächte, also einen Tag, was richtig, richtig cool ist. Also ja, fahren wir am nächsten Tag mit dem Bus zu unserer Gastfamilie in die USA, weil ich bin halt ich möchte jetzt nicht genau sagen, in welcher Stadt ich bin, glaube ich, aber ich bin halt im Bundesstaat New York und zwar ganz im Norden, fast direkt an der Grenze zu Kanada. Also ich gehe auch zur Highschool da. Dann halt 2 Wochen oder so bin ich bei der Gastfamilie oder 2,5 sogar. Und dann, was so, so krass ist, werden wir einfach noch nach New York City für 3 Nächte oder so fahren. Also 2 Tage oder so haben wir da. Und das ist so krass, finde ich, und so cool. Und dann werden wir nämlich von New York, beziehungsweise Newark, nach, also Deutschland wieder zurückfliegen. So sieht's aus. Ich freue mich da so drauf. Es geht einfach morgen los. Ich habe aber noch nicht meinen Koffer gepackt oder so. Ich habe gestern Abend noch bis 2 Uhr noch mein Zimmer aufgeräumt. Ja, ich weiß, es war nicht so schlau, wieder so spät ins Bett zu gehen, aber sonst hätte ich es, glaube ich, alles nicht geschafft. Ich habe heute noch fast nichts gemacht. Ich muss nämlich gerade noch unser Schulvideo nicht schneiden, sondern ich muss Untertitel einfügen, weil es halt auf Deutsch ist und wir das da vorstellen wollen in der Schule. Und deswegen mache ich da die Untertitel noch hin. Das dauert jetzt auch nicht so lange. Aber das muss ich auf jeden Fall noch erledigen. Da muss ich meinen Koffer noch packen und alles Mögliche. Auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, ob ich in den USA vloggen kann. Wie auch immer, wir werden es sehen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ich nehme meinen Laptop auch nicht mit, weil ich finde, das lohnt sich nicht für 3 Wochen und da muss ich auf den aufpassen und so. Und das ist mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. So unnötig. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt Zeit hätte zu schneiden. Deswegen werde ich die Videos, wenn ich welche drehe, danach schneiden und hochladen. Deswegen wundert euch nicht. Dann, ach so, übrigens, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, denn da werde ich wahrscheinlich eher mehr Stories machen. Ich schreibe euch mal hier hin, wie ich auf Instagram heiße. Aber ich denke mal, da werde ich einfach mehr Stories machen, weil das ist einfach dann
einfacher mit dem Handy, mal so eben so dies, das, ne? Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt diesen Vlog aufhören und werde im nächsten Vlog dann weitermachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und schaut bei meinem nächsten Vlog vorbei.